Hey ho Leute und willkommen zurück in einer neuen epischen Aufnahmesession von Mass Effect Andromeda. Ja, ich habe ein bisschen in den Einstellungen rumgefimmelt. In den letzten Folgen war der Spielsound ein bisschen zu laut, dafür entschuldige ich mich natürlich wertens. Ich hoffe, das war nicht allzu schlimm, man konnte es trotzdem gucken. Denn ja, in den Schießereien konnte man mich etwas schlecht verstehen, ansonsten ging es eigentlich. Ich glaube, deshalb habe ich das ein bisschen austariert, das Spiel deutlich leiser gemacht. Ich muss mal im Nachhinein gucken, wie ob das jetzt so passt. In jedem Spiel machst du andere Einstellungen. Das ist unglaublich, ne? Die Technik, ne? Damit sich auseinanderzufuchsen, ist nur schon ein bisschen kompliziert manchmal. So, aber nichtsdestotrotz fahren wir fort. Wir sind immer noch im Gespräch mit der lieben Phoebe und sie will sich ja unserer Crew anschließen. Ja, ich will sie einfach dabei haben. Kann ich mich auf sie verlassen? Ja, ich denke schon. Sie kommt mir sehr vernünftig vor, obwohl ich sie vom Typ her so einschätze, dass sie sehr emotionsgesteuert arbeiten würde. Was nicht schlecht ist, aber manchmal könnte es riskant sein. Doch, sie ist dabei, komm. Du bist Teil unserer Crew, du passt hier rein. Du bist genauso verrückt und crazy wie wir. Willkommen an Bord. Wir besorgen Ihnen einen schicken Jobtitel für Ihre Koje. Ich brauche nur eine Truhe. Datenpad, Zahnbürste, saubere Unterwäsche, das reicht mir. Wir sehen uns später. Ciao. Das wird bestimmt interessant. Ciao, Phoebe. Geil. Lebensfähig. Und jetzt zu unserem neuen Außenposten. Geil. Sie haben bereits einen idealen Standort gefunden. Der Nachtpunkt ist vermerkt. Ich formiere die Tempest. Kaum noch erwartet. Die Kolonisierungsschiffe sind uns und bereit für den Einsatz. Okay, machen wir es wahr. Krass. Dadurch, dass wir den Atmosphärenwandel jetzt eingesetzt haben, haben wir auch einen wesentlich schöneren Himmel. Und wir können ja auch ohne, sind auch keine radioaktiven Werte mehr, ne? Nein, wir können hier ohne die radioaktiven... Ja doch, radioaktive Strahlung haben wir immer noch. Aber nur Gefahrenstufe 1. Vorher war man, glaube ich, höher, wenn ich mich nicht ganz irre. Aber auf jeden Fall ist es jetzt besiedelbar. Und die Lebensqualität also ist jetzt quasi auf Stufe 1. Es gibt natürlich ein paar mehr Stufen. Der Grafiker nebenbei jedenfalls. Aber ich würde sagen... Die Strahlungswerte sind rapide angestiegen, Pathfinder. Ja, ist okay. Wo komme ich hier runter? Strahlenbelastung liegt innerhalb des Toleranzbereichs. Achso, ich muss hier was machen. Achso, das geht automatisch, wie geil. So, dann wollen wir mal zu unserem Außenposten gehen und mal gucken, wie es da mit der Besiedlung aussieht. Denn unser Ziel ist es ja immer noch, diesen Planeten hier zu besiedeln. Die Bevölkerung, die immer noch in diesen Kältekammern, oder was? Kältekammern? Das waren Kryokammern. Ja, Kryo ist, glaube ich, Kälte, ne? Ja, Kryo ist Kälte. Die immer noch in diesen Kältekapseln festsitzt, quasi auf unserer Arche. Oh, kann man die sehen von hier? Schade, wäre ein schönes Zeichen gewesen. Also, die Kältekapseln liegen immer noch auf unserer Arche, mit der wir ja in diese Galaxie geschippert sind. Und die wollen wir jetzt endlich mal aufwecken, oder besser gesagt einen Teil davon. Und wenn wir hier schon einen Außenposten haben, dann können... Allrad, komm hoch. Das kriegst du hin, mein lieber Nomad. Ja, damit kriegst du auf jeden Fall hin. So, dann wollen wir mal gucken, wie es mit der Besiedlung hier so weitergehen kann. Ich glaube, wir fahren in die richtige Richtung, ne? Warte mal, ich guck mal ganz schnell auf die Karte. Rein zur Sicherheit. Hier ist der Außenposten. Ein besserer Anfang. Ein Außenposten an einem geeigneten Standort errichten. Leute, der Außenposten steht noch gar nicht, den müssen wir errichten. Das ist ja mega geil gemacht. Also ich finde das Spielprinzip mega geil, ne? Das hat richtiges Suchtpotenzial. Und es gibt so viele Planeten, die man hier bevölkern kann. Ich weiß nicht, was wirklich das Ziel von dem ganzen Spiel hier ist. Also das Ziel ist natürlich, hier wirklich Fuß zu fassen in dieser Galaxie und die Planeten zu bevölkern. Aber es gibt natürlich auch ein actiongeladenes Finale, was... doch ein bisschen mehr Kriegselemente innehat, ein bisschen mehr mit Shooter-Anlagen und so weiter. Also es wird auch, also wir sind hier nicht in dieser Galaxie willkommen, nicht bei allen Rassen. So viel kann ich schon mal vorweg sagen, was wir auch in den vorherigen Folgen schon gemerkt haben. Also die Cats sind uns ja möglichst feindlich gesinnt, wie wir bis jetzt schon mitbekommen haben. Keine Ahnung, was die für ein Interesse an der Technologie hier hegen, weil die haben mindestens genauso viel Interesse. Warte mal kurz, ich stecke mal kurz die Aufnahmen. Okay, die Aufnahme läuft wieder. Ich weiß nicht, warum die Aufnahme gerade geleckt hat. Die Aufnahme ist okay. Die Aufnahme hat gerade mega geleckt. Woran lag das? Egal, wir fahren einfach mal fort. Ich werde ja nachher sehen, ob da was kaputt ist. Und dann muss ich das wieder reparieren. Welcher Kroganer, hä? Was? Ja, wir müssen eingreifen. Leute, aussteigen! Was? Nein, nicht Tempest. Aussteigen einfach. Hä, wie steige ich aus dem Teil aus? So steig ich aus. Hilf mir. Mann, da passe ich nicht durch. Da komm noch her. Komm noch. Ich bin bereit. So. Ryder,
wird ja auch Zeit, dass Sie sich auf der Party blicken lassen. Auf der Party? Ja. Ich bin Partykracher. Jetzt räumen wir mal richtig auf hier. Komm noch. Ich glaube, ich habe Sie wütend gemacht. Sehr gut. Ich glaube, ich habe Sie wütend gemacht. Sehr gut. Ja, streu ein bisschen Spaß rein, ist okay. Sehr schön, Kleiner. Weiter so. Ja, Mann! Nicht schlecht. Na, stirb doch endlich hier! Ich bin beeindruckt. Du bist beeindruckt? Das ist schön. Das ist blöd, wenn man die Deckung so beinhaltet, dass man den Kopf noch sehen kann. Das ist sehr gut. Hi! Nicht übel! Kappe! Geil! Dieser Kampf hat Spaß gemacht. Das können Sie laut sagen. Sie wissen sich zu wehren, Kleiner. Und ich habe gehört, Ihnen hätten wir es auch zu verdanken, dass der Himmel sich aufgeklärt hat. Mhm. Ich hatte Sie völlig falsch eingeschätzt. Wir arbeiten gut zusammen. Ja, das tun wir. Ja, das haben Sie. Die Wolken haben sich verzogen. Und diese Kette sehen ziemlich hinüber aus. Vielleicht können wir Menschen doch einen Beitrag leisten. Also Sie auf alle Fälle. Aber es gibt noch viel zu tun, bevor ich eine derartige Selbstgefälligkeit für angebracht hielte. Wissen Sie was? Ich werde mein Bauchgefühl ignorieren und mich Ihnen anschließen. Das war ein guter Kampf und sowas lässt sich bestimmt wiederholen. Und bevor Sie jetzt sagen, dass Sie keinen Kroganer brauchen, glauben Sie mir, Sie brauchen einen. Das habe ich auch gesagt. Ich mag den Typen, ne, ohne Scheiß. Ich mag Kroganer allgemein, das sind so richtig geile, witzige Kreaturen, will ich sie mal nennen, weil das sind ja wirklich Dinosaurier. Guckt euch die mal an. Geil. So, lass die Bauarbeiten beginnen. Hier werden wir unsere neuen Außenposten errichten. Ein echter Anfang. Bereit der Errichtungsbefehl vor. Sie müssen festlegen, welche Aufgabe dieser neue Außenposten erfüllen soll. Hat die Nexus dabei kein Mitspracherecht? Die Ressourcenknappheit ist kritisch. Laut Protokoll fällt diese Entscheidung nur der Pathfinder. Mit den aktuellen Vorräten könnten Sie einen Militäraußenposten errichten, der sich auf Verteidigung und die Ausbildung der Miliz konzentriert. Alternativ wäre ein wissenschaftlicher Außenposten möglich, der die Forschung der Initiative vorantreibt. Ach du Scheiße, ich will das nicht entscheiden. Das ist eine große Entscheidung. Oh ja, Meinung Team. Ja, habt ihr... normalerweise will ich die Herzentscheidungen immer nehmen, aber hier will ich mal mein Team fragen. Die sollen auch mitreden können. Das ist mein Team, das ist meine Crew, mein Squad. Was sagen Sie dazu? Militär oder Wissenschaft? Der Pathforschung ist sinnlos, wenn wir tot sind. Militär. Wissenschaft, keine Frage. Unsere Kolonisten müssen ihr Zuhause verstehen. Beachten Sie, dass der erste Außenposten, den ein Pathfinder errichtet, in sich selbst eine Botschaft transportiert. Ob gerechtfertigt oder nicht, Ihre Entscheidung repräsentiert die Initiative und Ihre Pläne in Andromeda. Wählen Sie mit Bedacht. Ach du Scheiße, wo muss ich das... warum? Ich will so etwas Wichtiges nicht entscheiden. Ist doch schön, ich frag mein Team und die sind sich voll einig. Ja, danke euch auch. Ihr habt mich gut unterstützt. Der erste, den wir errichten, repräsentiert die... die Botschaft der Initiative. Aber an wem die Botschaft? Eine Botschaft an die Leute, die wir kolonisieren, oder an die Botschaft für die Leute, die schon hier sind, also an die Cat. Wenn wir uns mit der Botschaft an die Cat richten, würde ich ja Militär nehmen, weil ich mag die Cat nicht und wir werden die Cat einfach vernichten. Weil die sind mir sowas von unsympathisch. Das klingt so hart und so harsch, aber es ist einfach so. Die Cat wollten Krieg und sie bekommen Krieg. Aber ich würde einfach aus dem Bauchgefühl heraus einen wissenschaftlichen Außenposten errichten, denn wir wollen doch eigentlich friedlich sein. Oh Mann, es ist so schwer. Wir werden wahrscheinlich auf jedem Planeten diese Entscheidung treffen können, vielleicht auch irgendwann noch andere Außenposten errichten können, aber... nicht Spaß, bleib hier.
Wissenschaftliche Außenposten. Die erfüllen dann am Ende ja auch andere Aufgaben. Wahrscheinlich durch die wissenschaftlichen Außenposten kriegen wir mehr Technologie und wahrscheinlich mehr Ressourcen oder besser gesagt erforschen weiter die ganze Technologie, die in diesem Cluster vorherrscht. Beim Militär wahrscheinlich kriegen wir vielleicht mehr Truppenstärke oder mehr ausgebildete Soldaten, pipapo und so weiter. Ich meine, das Militär wäre verdammt wichtig wegen den Cat, die uns ja bedrohen. Forschen können wir ja später immer noch. Ich würde ja rein theoretisch Militär nehmen, aber mein Bauchgefühl sagt Wissenschaft. Oh Mann, ich will das nicht entscheiden. Auf Nummer sicher wäre ja Militär. Ach komm, ich nehme jetzt den Wissenschaft. Mann. Ich werde hier cutten müssen, ich sehe das schon. Ich brauche hier zu lange, das kann ich nicht alles in die Folge packen. Obwohl doch, eigentlich ja schon, aber egal. Mein Bauchgefühl sagt wissenschaftliche Außenposten. Ich will eine friedliche Initiative haben. Ich will nicht der sein, der mit Krieg vorangeht. Auch wenn die Cat Krieg wollen und den Krieg bekommen sie dann am Ende natürlich auch, aber ich will trotzdem auch für die anderen Bewohner dieses Clusters uns repräsentieren als ein friedliches Volk, an ein wissenschaftsorientiertes Volk und nicht als ein Volk, das Krieg will. Ein wissenschaftsorientierter Außenposten ist, glaube ich, die richtige Entscheidung. Forschung und Entdeckung sollen Vorrang haben. Das ist unser Fundament und unsere Zukunft. Befehle vorbereitet. Bereit auf Ihr Signal. Ich hoffe, das war kein Fehler. Ich hoffe es inständig. Oh Mann. Wieso muss ich so eine Entscheidung treffen? Könnte das nicht in der Cutscene einfach reinschneiden und fertig? Mann. Also ich liebe ja Sachen, wenn man eine Entscheidung treffen kann und so weiter, ne? Aber why? Übertreib doch nicht immer. Das ist eine schwere Entscheidung. Der Initiative. Hier spricht Ryder, der Pathfinder. EOS ist bereit für die Erschließung. Verstanden. Wir sind auf dem Weg. Und mehr als bereit. August Bradley, Einsatzleiter dieses Blocks. Und jetzt wohl Bürgermeister. Wir sind bereit, Ihre Arbeit fortzuführen. Geil. Passen Sie gut darauf auf, ja, auf jeden Fall. Nicht nur meine auf, das stimmt. Es sind wir nie so weit gekommen. Das weiß ich. Prodromos. So nennen wir ihn. Sie sind so engagiert. Das hat uns gefehlt. EOS ist bei weitem keine goldene Welt. Aber es ist ein erster guter Schritt. Für Sie haben Sie ein Wunder vollbracht. Die Nexus. Ich hatte Sie gewarnt. Hoffnung schien verantwortungslos. Aber ich lag falsch, Pathfinder. Die Skepsis war berechtigt. Natürlich war die Skepsis berechtigt. Was haben Sie vor? Würde ich auch gerne wissen. Was ziehen Sie hier ab? Ist es plötzlich vorteilhaft, meine Freundin zu sein? Ja, vermutlich. Ryder, Sie haben uns Zeit verschafft, aber ein Außenposten auf einem ziemlich hoffnungslosen Planeten löst unser Hungerproblem nicht. Haben Sie schon eine weitere Spur? Den Nav-Punkt aus dem Gewölbe. Jetzt wird es kompliziert. Die anderen sind bereit, ihre Bestrebungen zu genehmigen, um an ihrem Erfolg teilzuhaben. Wir alle wollen, dass die Initiative ihr Ziel erreicht. Über das Wie sind wir uns allerdings uneins. Sehen Sie sich einfach vor. Stadtreihen sind sinnlos. Ich meine, ich mag die Tante nicht. Die ist mir so gänzlich unsympathisch. Deswegen habe ich auch diese sehr, ich sag mal, harsche Argumentation vorher gewählt. Also, euch da nicht wundern, aber sie ist mir einfach gänzlich unsympathisch. Ich weiß auch nicht, was das liegt. Ich denke jetzt da zu viel ans Bauchgefühl. Sie sind genauso manipulativ. Ach komm. Weil wir es können. Vor allen außer Ihnen nehme ich an. Sie sind aufrichtig. Ich weiß, weshalb ich hier bin. Reden Sie mit Bradley. Später sprechen wir dann über die erweiterten Aufgaben eines Pathfinders. Bis dahin erwartet sie Tan auf der Nexus. Tan auf der Nexus, alles klar.
Sehr, sehr geil. Wir haben hier wirklich einen Außenposten. Was ist das? Wird das ein Portal oder was ist das? Die Belastung nimmt zu. Wie geil, dass es keinen Fallschaden gibt. Prodromus. Einfach nur geil. So, die nächste Aufgabe ist es wahrscheinlich zurückzufliegen, ne? Warte, ich guck nochmal auf die Karte. Karte, hier, das ist hier. Nein, nicht das hier. Karte, so. Gibt es hier noch auf dem Planeten noch was zu tun? Hier gibt es noch eine Menge zu tun, ne? Hier drüben haben wir noch eine Nebenquest. Hm. Erinnerungsauslöser. Das wäre eigentlich schon sehr, sehr geil, wenn wir den mitnehmen könnten. Hm. Ist das die ganze Karte oder ist die noch größer? Scheiße, die... Nee, das war... Hallo! Wie groß ist die Karte? Wir waren nur in dem kleinen Gebiet hier. Und das ist alles noch aufdeckbar und da sind überall noch Quests wahrscheinlich. Das ist nur ein Planet. Hä? Was sind das für Ebene? What's that? It's quiet. Okay, wir werden mal auf dieser Ebene. Wie krass ist das denn? Okay, wir werden uns auf jeden Fall hier noch ein bisschen umgucken und ein paar Nebenquests machen, bevor wir zurückfliegen. Wir machen diesen Planet auf jeden Fall weiter. Wir fliegen jetzt auf keinen Fall zurück. So, Leute, ich würde sagen, diese Entscheidung, was wir auf jeden Fall in der nächsten Folge machen, das treffen wir auch in der nächsten Folge. Ob das ich treffe, ist in der Offscreen-Phase dazwischen, während das hier exportiert. Hallo, dann macht doch darauf gefasst, dass wir auf jeden Fall in der nächsten Folge ein bisschen mehr diesen Planeten hier erforschen und vielleicht mal ein bisschen rumgucken, ob es hier noch irgendwo was gibt, was uns weiterbringt oder wo wir noch weitere Abenteuer erleben können. Ich freue mich, dieses Spiel weiterzuführen und natürlich auch zusammen mit euch. Ich hoffe, ihr bleibt natürlich wie immer dabei und lasst auch ein klitzekleines Kommentar da, wenn ihr Anregungen habt, Kritik, alles unten rein. Und ja, Rian sagt ciao, macht's gut und bis zum nächsten Mal, Leute. Das war knapp, Bruder. Ciao, Leute. Maybe I'm foolish, maybe I'm blind. Thinking I can see through this, see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. Das wird nicht unsere Heimat. Ich bin dazu bestimmt, das Unbekannte zu erforschen. Wer sind diese Kerle? Besucher, wie wir. Und schaffen Sie sie ins Shuttle! Gut gemacht! After all, don't put the blame on me.